Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ivaldo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir hängen hier ein bisschen ab mit unserem guten Freund Ezio und wir hängen hier vor einer Mission für unseren guten Freund, den Maler, den Architekten, den Genius Leonardo da Vinci. Und zwar eine von seinen Kriegsmaschinen, Kriegspläne. Den Templeraufseher eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Den Aufseher mit einer Rauchbombe betäuben. Ich hoffe, ich denke dran. Ich versuche es. Und jetzt sollen wir erst einmal den Aufseher aufspüren. Wer von euch ist der Aufseher? Wir sind schon fast im richtigen Gebiet. Noch sehe ich hier niemanden. Okay, ich verschaffe mir mal ein bisschen den Überblick. Wer was? Das ist er? Oh, das ist er. Rauchbombe. Oh, ich hab L1 gedrückt. Ich hab L1 gedrückt, ich Idiot. Das, für unsere Rekruten. Und die haben Pfeilhagel auf ihn losgelassen, ne? Deswegen sind ja alle gestorben. Es hätte schlechter laufen können, sagen wir mal so. Ich bin ganz zufrieden. Das, ja. Was? Das war's? Moment, echt? Aber wo sind die Pläne? Oh, die sind hier, oder? Die sind hier. Okay, komm. Die suchen wir jetzt noch. Ja, das tut mir leid. Ich wollte eigentlich cool die 100% Synchro schaffen. Das hat nicht so gut geklappt. Das, ja. Was? Was denn? Hey, ich meine, der Aufseher ist tot. Freunde, das war unser Ziel. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ah, das war unser Ziel und ja, ich meine, wie gesagt, es hätte übler laufen können. Ja, richtig zufrieden bin ich jetzt nicht, aber hey. So. Wir machen uns auf den Weg. Und zwar... Ich weiß noch nicht wohin, aber... ich hoffe, dass wir da vielleicht etwas... ja, effizienter werden. Und zwar wir selber. In Valnerina. Bomber. Was ist ein Bomber? Mhm. Flugmaschine 2.0. Leonardo hat seine Flugmaschine mit einer leichten Kanone ausgestattet. What? Und so eine tödliche Flugwaffe geschaffen. Die Borgia dürfen sie niemals einsetzen. Die Benutzung des Bombers nicht angeschossen. Bei Benutzung des Bombers nicht angeschossen werden. Ja, gut. Mal sehen. Den Architekten des Bombers aufspüren. Dann schauen wir doch mal, wer von euch das ist. Ein sehr großes Gebiet ist das auf jeden Fall. Noch sehe ich nicht, wer unser Architekt ist. Architekt? Aha. Ziel lokalisiert, Freunde. Da ist er doch. Dem Architekten in ein abgelegenes Gebiet folgen. Okay. Alter, ich dachte, der findet uns jetzt. Ich meine... Was ist mit dir? Was willst du? Darf ich hier nicht abhängen? So, wir folgen dem Guten mal. Ich sehe ihn noch. In ein abgelegenes Gebiet, okay.
So, dafür habe ich meinen Sprungarm. So, wir sollten uns etwas beeilen, weil sonst wird er uns davonlaufen. Na, ich sehe dich. Da geht er weiter. Okay, so, es wird langsam abgelegen. Aber ich sehe ihn doch. Verprügeln. Oh, wir sollen ihn verprügeln, alles klar. Nein, nein, nein. Hier. Hi. Ich soll dich verprügeln. Das stand halt so. In meinem Auftrag. Halt, halt. Wo sind die Pläne? Hinter den Wachen. In meinem Haus. Es ist das Letzte. Und die Maschine? Im Turm ganz oben. In der Festung. Grazie. Und jetzt hau ab. Okay, die Baupläne zerstören. Schauen wir doch mal. Ist wahrscheinlich Sperrgebiet, oder? Kann ich mir vorstellen. Wie komme ich da am besten jetzt hin? Hier drumherum, ne? Oh, wir dürfen nicht gesehen werden. Alles klar, dann doch von oben. Was zum Henker mache ich da? Alter, was? Oh, diese fucking Leiter, ne? Nur wegen der Leiter. Mann, das ist so ätzend. Ich wollte gar nicht auf diese Leiter. Ich habe die nicht mal gesehen. Oh. Okay, nochmal. Glaub's ja nicht. Okay. Ja, Entdeckung führt zu Desynchro. Das habe ich gemerkt. Liebes Spiel. Komme ich hier überhaupt drüber? Ja, komme ich. Sehr schön. Das war wichtig. Das war sehr wichtig. Dass er vereinfacht es um einiges. Und zwar sehr. Weg damit. Baupläne sind vernichtet. Und jetzt sollen wir zum Bomber gelangen. Okay, komm ich hier hoch? Nein, komm ich nicht. Und der sieht uns. Fuck. Dann lieber von oben. Geht das? Nee, ne? Wie soll ich denn an den vorbeikommen? Hä? Wie soll ich an den... Irgendjemand sieht mich. Okay, tschüss. Okay. Vielleicht mit einer Gruppe. Vielleicht der damit. Ist das möglich? Dafür. Sag mal, du willst mich doch verarschen, Mann. Hau ab! Geh weg von mir, Mann! Ist das dein fucking Ernst? Nein, 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 tu ich nicht. Lass mich in Ruhe. Oh, war das knapp. Okay, in der Gruppe ist es möglich, also an den vorbeizugehen. Das ist ganz nett. Oh, Alter, der Typ. Der Musiker, ne? Ich hätte ihn fast umgebracht, aber das hätte natürlich zur Desynchronisation geführt. Si. Vamos. Ich gehe mal mit denen mit, weil hier gibt es überall Wachen. Hier gibt es überall Wachen. Ist jetzt die Frage, soll ich hier abbiegen oder nicht so? Oh mein Gott, ich laufe geradewegs auf einen zu. Ich weiß halt gerade nicht, ob... Oh Gott. Ich dachte schon, wenn die uns anrempeln, dann sind wir im Eimer. Okay, wollen die hier rein? Ich hoffe, die wollen jetzt hier rechts abbiegen. Ich hoffe sehr. Die wollen aber bestimmt geradeaus weiter, oder? Das wäre cool, wenn die jetzt hier rechts abbiegen, aber ich bezweifle ja nicht.
Buongiorno. Ja, buongiorno. Die, ja, okay. Gut, cool. Das wird nichts. Biegt einer von euch irgendwo ab? Oder gehen die jetzt alle geradeaus? Ah, hier sind so viele Wachen, Mann. Das ist ja... Ja, das ist wirklich eine Schande. Okay, der Typ. Kapsel mich mal ein bisschen ab. Warnungssperrgebiet, ja, ist mir klar. Ich guck mal, ob es hier irgendwie einen Durchgang gibt oder irgend... ja, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ja, ciao. ihn vielleicht auch, nur zur Sicherheit. Nirgendwo stand, dass wir niemanden umbringen sollen, ne? Also so, so ist ja nicht. Tschüss. So, okay. Ich würde sagen, wir bleiben auf der Seite. Checkpoint erreicht. Das lese ich gern. Nice. Das Kistchen nehme ich mal mit seinen 270 Florin. 500. Okay, cool. Nehme ich. Nehme ich sehr gerne. So, ist jetzt die Frage, komme ich da hinten hin? Ohne, dass der mich sieht? Ich weiß ja nicht. Oh doch, das geht. Okay, alles klar. Oh mein Gott. Okay, Moment. Ich muss jetzt schnell handeln. Wir haben kein Wurfmesser. Wir haben kein Wurfmesser? Naja. Ich sollte das Ding weglegen, Mann. Dass das keiner hört, ist ein Weltwunder. Checkpoint erreicht. Keiner hat diese beiden Schüsse gehört? Okay, klar. Macht Sinn. Komme ich hier hoch? Nein, aber da. So, unser Flug... unsere Flugmaschine ist oben im Turm. Haben wir ja herausgefunden. Dann wollen wir da hoch. Auf den Turm. So. Andersrum, danke sehr. Wo ist denn das gute Stück? Sehr gut, sehr gut. Du bewegst dich toll, Ezio. Vielleicht hier? Sieht gut aus, sieht gut aus. Was? Okay, hier lang. Rechenentwürfe waren fehlerhaft. Alle, die sie ausprobierten, starben. Ein paar explodierten da. Aber wir wissen, dass diese funktioniert. Ist das so? Was passiert, wenn ich das Ding hier betätige? Was für eine unnötige Falle das einfach ist. Aber mag ich gern. Ich habe mir sowas schon gedacht, ehrlich gesagt. Eine Flugmaschine 2.0 mit noch mehr Waffen Kanone. Da bin ich mal gespannt. Leonardo, du hilfst mir, sie aufzuhalten. Oh mein Gott, ich habe Angst. Die Werkstätten zerstören. Oh mein Gott.
Um zu feuern, R2. War das schon alles? Ich weiß nicht, wie ich... Oh, mit dem Rauch, natürlich. Okay, ich vergaß. Natürlich geht das. Geil. Okay, ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Zweimal draufschießen. Und dann werde ich an Höhe gewinnen, hoffe ich. Tue ich nicht. Doch, tue ich. Glück gehabt. Oh, ich dachte schon. Okay, jetzt verliere ich aber ziemlich an Höhe, muss ich sagen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Alter, warum verliere ich den so an Höhe? Kann ich hier irgendwas zerstören, damit es brennt? Fuck. Komm schon, Ezio. Alter, flieg doch mal geradeaus. Der bleibt auf der Stelle stehen, habe ich das Gefühl. Ja, das wird nichts. Hä? Hey. Was? Der verliert einfach an Höhe die ganze Zeit. Wie soll ich das denn schaffen? Wie bescheuert ist das denn? Vor allem, der fliegt nicht mal geradeaus. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Auf den Boden schießen, um ein Feuer zu entfachen. Ich kann einfach auf den Boden schießen. Okay. Okay, auf den Boden schießen. Ich schieße auf den Boden. Oder auf diese Türme. Macht natürlich mehr Sinn. Weil da gibt es mehr Feuer. Also auch mehr Rauch. So, das müsste reichen, oder? Einmal noch. War's das? Nein. Freunde! Das mit dem auf den Boden schießen habe ich gar nicht gelesen. Was denn jetzt? Die Nachschubkarren für die Bomber zerstören, bevor die Festung erreichen. Kriegen wir hin? Ja, ich kriegen wir hin. Indem ich einfach auf den Boden schieße, ein Feuer entfache und in die Luft fliege. Komm her. Nice. Oh, da ist noch eins. Wo denn? Oh, da hinten. Oh mein Gott. Komm schon. Ab in die Luft. Yes. Zwei übrigen Nachschubkarren zerstören. Die zwei übrigen. Oh, okay. Oh, das kriegen wir mit Sicherheit hin. Brenne. Ja. Geil. So, den zweiten kriegen wir auch noch weg. Ich denke, wir haben genug an Höhe. Oh, die sind aber gleich da. Das ist nicht so gut.
Komm schon. Nice. Das lief sehr gut. Man muss sich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Warnung, Sperrgebiet. Oh mein Gott, was? Moment. Hau ab, Mann. Du berichtest niemandem. Vielleicht ja doch. Komm schon. Hier vielleicht? Geht das? Reicht das? Das reicht nicht. Boah, der haut gleich ab. Fuck, Mann. Okay, wir müssen den Boten irgendwie erreichen. Ich muss berechnen, ja, wo er hinläuft. Und da muss ich hinschießen. Das ist nicht so einfach. Und so viel Zeit hat man halt auch nicht, ne? Was? Wo ist er jetzt? Oh, da ist er. Komm schon. Ich muss ein bisschen an der Höhe gewinnen. Stirb! Mist! Ich wollte gar nicht so hoch. Wo ist er? Ich muss es besser einschätzen. Entdeckt werden ist wieder erlaubt. Ach so, ich dachte schon. Da steht, ist nicht erlaubt. Mist! Boah. Das war aber in allerletzter Sekunde jetzt. Wir sind halt ein Meister-Assassine, Freunde. Ein Meister seines Fachs. Schade eigentlich um die Kriegsmaschine. Aber das Ding hat was drauf, Freunde. Das Ding hat was drauf. Man muss halt die Steuerung wirklich drauf haben. Rums. nicht angeschossen werden. Oh, wir wurden angeschossen. Hab ich gar nicht gemerkt. Von wem denn? Hab ich echt nicht gemerkt. Keine Ahnung. Ist mir auch jetzt egal. Das ist egal, Freunde. Hauptsache, wir haben es geschafft. Also wer alles auf 100% Synchro haben möchte, der muss halt wieder die Mission neu starten. Bock drauf hat, klar. Aber für ein Let's Play ist das, glaube ich, ein bisschen too much. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Okay. Sag mal, du spinnst wohl. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Wir sind ziemlich weit im Süden. Hier kommen wir nicht hin. Weil hier ist die gestrichelte Linie und die sagt mir, du darfst nicht rein. Ist nicht möglich. So, habe ich hier irgendwo Borgia-Einfluss? Wir können diese noch nicht erreichen. Bedeutet für mich, wir sollten hier die Hauptmission mal anfangen, damit wir neue Gebiete freischalten können. Ich glaube, das ist notwendig. Beschädigtes Aquädukt. Ich überlege gerade. Wo ist nochmal? Ist das hier im Gebiet? Das ist, glaube ich, dieses hier, dieses Aquädukt, oder? Wo dieses Auge war. Ich guck mal gerade, wo das war. Orte. Subjekt 16, jawohl. Wo ist es? Da. Marker setzen. Ja, okay. Das brauchen wir also noch nicht. Da müssen wir erstmal das Gebiet freischalten und den Borgia-Turm einnehmen. Und ihn eben zu unserem Assassinenturm machen. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Ich würde gerne die Hauptmission machen. Meldet alle Verbrechen der Guardia. So. Liebes Ferdi, wo bist du? Komm her. Rennt einfach irgendwelche Leute um. So, dürfte ich mal vorbei? Ich bin's, der Ezio. Gut. Ja, das war doch ganz, ganz nett. Diese Mission. Ich finde diese Mission echt interessant. Die haben... Oh mein Gott. Okay. Ist mal was anderes. Ne? Du kommst an einen ganz neuen Ort. Du hast eine bestimmte Mission, die du erfüllen musst.
Und das ist schon echt cool gemacht. Also wirklich sehr, sehr cool gemacht. War... Bevor ich mir da ein absuche, wo ich lang muss, nehme ich doch lieber... Moment, was kostet denn hier dieses Aquädukt hier? Für 3.500 reparieren. Versorgt die Bürger Roms mit Trinkwasser und steigt die Produktivität. Auf jeden Fall. Wenn wir schon da sind. Sehr gut. Danke. Kommt doch bitte wieder. Klar. Wohin? Hier hin? Du gehst doch gerade. Wie soll ich dich denn wiederfinden, Mann? Okay, das Aquädukt hätten wir. 1 von 8 nämlich. Das ist nicht viel. Aber... Eins nach dem anderen, Freunde. Eins nach dem anderen. So. Dann laufe ich hier mal an den ganzen Ruinen hier entlang. Bevor ich mein Pferd wieder rufe. Ich glaube, das ist so einfacher. Das reißen wir ab. Natürlich. Ja, hier ganz runter. So, was ist das hier für ein Laden? Ein Schneider für 900. Wir sind alte Heimwerkerkönig, Freunde. So, ich guck mal, ob wir genug Geld haben, um irgendwas zu kaufen. Wir haben 4000 Florin. Weiß ich nicht, ob das reicht. Beutel, Messergürtel, Erweiterung können wir uns leisten. Boah, großer Medizinbeutel wäre natürlich lecker. Erhöht die maximale Anzahl der Medizinflaschen um 5. Das heißt, wir haben dann 10 insgesamt, ja? Nicht genug Geld, aber Messergürtel ist wichtig. Wir haben nie Wurfmesser. Ja, auf jeden Fall. Er damit. Umhang färben, Gegenstände verkaufen, will ich ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht weiß... Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, klar. Weil ich nicht weiß, was ich davon benötige. Wir haben kein einziges Wurfmesser von dem Knauser bekommen. Wow. Einfach wow. So, wir haben noch 1.100. Kann ich davon noch was holen? Hier zum Beispiel diesen... Kunsthändler. Gerade so. Gerade so. Ja, aber danach können wir uns nichts mehr leisten. Aber so steigere ich den Wert und wir bekommen mehr Geld. Und bei der nächsten Bank können wir wahrscheinlich noch wieder was abgeben. Absolut. Klar. Ist das so. Wie geil ist das denn? So, da ist auch schon eine Bank. Ich hoffe, wir haben die gekauft. Wo ist sie? Was? Habt ihr kein Schamgefühl? Schamgefühl? Warum? So, ich springe hier mal rüber. Da kommen wir schneller hin. Wo ist denn jetzt die Bank? Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Na gut. Bringe ich eben hier rüber. Oh, Tatsache. Die gehört uns sogar. Wie viel haben wir denn? 9.700. Klasse. Guck mal, und schon sind wir wieder flüssig. Also. Finanziell. Wir sind auch hier direkt bei unserer Hauptmission. Da würde ich gerne hin. Weil es einfach Sinn macht. So, unser Unterschlupf ist das, glaube ich, hier, ne? Mit unserer Bande. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben gar nichts an, Mann. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Hallo. Nun gut, Schwesterchen. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes, aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet.
Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Diese Lucretia, kommt später, ne? Zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Alles klar, La Volpe. So machen wir das. Die Karte auf dem Schreibtisch ansehen. Ja, machen wir. Wo ist der Schreibtisch? Hier. Suchen Sie ein Assassinenversteck auf, um Rekruten... Ich habe keine Ahnung, was da noch stand. Ach, hier können wir Assassinen wieder befehligen. Mhm. Auto aufrüsten. Ja, mache ich mal. Auto. Kann ich das nicht bei jedem machen? Giacomo Gaddo wird automatisch aufgerüstet. Ja, das hoffe ich doch. Können wir nicht, weil noch nicht die das Level dazu haben. Ja, unser bester Mann ist Mino Ricoveri. Fähigkeitspunkte 0. Alle anderen haben auch 0 Punkte. So. Die Archive abgeschlossener Missionen einsehen. In Florenz 3 erfolgreiche Aufträge. Cool. Nice. Das Versteck verlassen. Okay. Hier oben. Kann ich hier noch irgendwas... Kann ich noch irgendwas machen hier? Modell des Maschinengewehrs zu untersuchen. Das Maschinengewehr wurde von Leonardo da Vinci für die Borgia entwickelt. Alle anderen Modelle wurden zerstört. Wir haben das einzige Modell, das es noch gibt, oder was? Geil. Okay, hier kommt noch ein Modell hin. Rüstung, Schulterteile. Ach, hier können wir wahrscheinlich Sachen hinsetzen, oder? Okay, cool. Ja, ist ein Ausstellungsraum. Ach, hier müssten aber auch die Gemälde und so hängen, oder? Ja, guck mal hier. Da hängt doch alles. Die gute Lucretia hängt ja auch. So, oh ja, hier ist noch einiges frei. Wir müssen noch aktiv werden. Das Ding haben wir gekauft. Das war, glaube ich, das teuerste bisher. Glaube ich. Wir müssen bei den Kunsthändlern noch ein bisschen zuschlagen. Aber finde ich ganz cool, dass das hier auch ausgestellt wird, dass man das hier sehen kann. Finde ich ganz nett. Ja, dann macht das sogar Sinn, solche Sachen zu kaufen, zu erwerben. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Mhm. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore. Und erobere Roma. Was für ein Abgang. Vittoria agli Assassini! Wow. Geil. Vittoria agli Assassini. Der Plan zu 100% synchronisiert. Wir haben alles richtig gemacht, wie es aussieht. Sequenz 4 haben wir damit aber beendet. Sehr, sehr schön. Prinzessin in einer anderen Burg. Was? Okay. Sequenz 5. Der Bankier. Ich hoffe, wir haben jetzt ein neues Gebiet freigeschaltet, sodass wir auch dahin dürfen, um diese Türme zu befreien und um unser Auge zu erreichen. Wir brauchen dieses Auge, Freunde. Neue Gegenstände bei Schmieden. Aha, wir haben... Ja doch, wir haben Geld, ne? Ich meine, wir haben ein bisschen Geld. Dann können wir gleich mal da schauen gehen, was es Neues gibt. Wir haben hier unsere Hauptmission. Wiederhergestellte Erinnerung haben wir auch. Oh ja, wir haben ja auch Cretina Mission. Die gestrichelte Linie ist tatsächlich noch da. Das gefällt mir nicht. Vielleicht können wir das tatsächlich noch nicht machen hier. Ich sollte in diesem Gebiet bleiben erstmal. Ich will mal ein bisschen...
Ich will mal ein bisschen hier klare Verhältnisse sorgen. Ich sehe gar nichts auf der Seite. Warum haben wir das nicht schon längst gemacht? Neue Auftragsattentate freigeschaltet. Ja. Kurtisanenmission freigeschaltet. Maria in der Rosa in Fiore aufsuchen. Okay. Bringen Sie Waren zu Geschäften, die mit besonders Geschäftssymbolen markiert sind. Um einzigartige was? Das wird mir, glaube ich, gefallen. Was auch immer das war. Diese Geschäftsmission, dafür brauchen wir halt bestimmte Gegenstände. Keiner weiß warum. Aber um die zu erledigen, brauchen wir die eben. Mal sehen. Ich kletter jetzt hier erstmal hoch. Ich will diesen Turm. Um einfach ein bisschen weiter sehen zu können. Der muss schwer dran sein. Gut. Wir haben ein paar Kurtisanen, die vor sich hin tanzen. So, wo ist jetzt der Turm? Was? Oh mein Gott, oh, die sehen mich. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Wie komme ich denn jetzt hier rüber, Mann? Ohne, dass ich mir alles breche. Anscheinend gar nicht. Das ist nicht ganz so gut. Das ist eher semi-optimal. Da muss ich wohl wieder auf den Boden. Auf den Boden der Tatsachen. Genug. Dich hol ich mir. Was war das denn? Das wollte ich gar nicht. Aber gut, wir haben ein Pferd jetzt. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht gewesen. So, das ist also der Turm, den wir erklimmen müssen. Dann mache ich das doch von der höheren Position aus. Macht mehr Sinn. Andiamo! Okay. Ich hoffe, dass ich hier hochkomme. Irgendwie. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Ja, das geht nicht mehr. Schade. Schade. Aber das ist auch der falsche Turm, sehe ich gerade. Wir müssen ja hier hoch. So, guck mal. Und synchronisieren. Jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen was mehr vom Westen. Hoffe ich. 18 von 24 freigeschaltet. Das ist einiges. Wir werden natürlich alles freischalten. Okay. Hier ist eigentlich gar nichts mehr. Hier ist nur noch Wasser. Mit anderen Worten, eher uninteressant. Was ist das hier? Kurtisanengebäude ist hier. Okay. Weißt du was? Guck mal hier. Hier ist Leonardos Maschine. Ich habe irgendwie Gefallen daran gefunden, diese Aufträge zu machen. Ich weiß nicht. Irgendwas haben diese Missionen. Die sind echt cool. Die sind wirklich cool aufgebaut. Und man darf eine von den Kriegsmaschinen bedienen. Wir hatten schon das Maschinengewehr und diese Flugmaschine 2.0. Beides mega Geräte. Das hat echt Spaß gemacht. Dann schauen wir uns doch mal das dritte Objekt an. Mal gucken, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was er alles entwickelt hat, der gute Leonardo. Aber wir schauen uns das an, Freunde. So, was ist diesmal? Kriegspläne. Den Templeraufseher eliminieren und die Karte finden, die Position einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Den Aufseher beim Angriff treten. Wow. Einfach treten. Warum? Ich mach das wieder Chili Vanilli. Ich muss ihn nicht treten. Wobei, ich versuch's mal. Wo ist denn der? Ist er da oben? Den Aufseher töten. Ach, da ist er schon. Okay. Alright, alright. Der versteckt sich hinter seinen Leuten. Ja, das kriegen wir locker hin. Treten. Also ich so?
Ich weiß gar nicht, wie man tritt, ehrlich gesagt. Was für ein seltsamer Umhang. Treten. Wir haben ihn getreten. Autsch. Da geht aber rabiat zu werken. Okay. Ach, das war er. Okay, cool. Leute, helft mir. Oh, da kommen schon die Assassinen. Geil. Wie geht das nochmal? Medizin. Bewegung. Tschüss. Ich mach's mir gar nicht so schwer mit dir, Kollege. Ciao. Der Assassine hat sich einfach seinen... Finde eine was? Was stand da? Finde eine letzte Rune oder sowas? Warum sind diese Nachrichten immer so schnell weg, Mann? Und wo ist der Kommandant? Wer von euch ist der Kommandant? Habe ich ihn nicht hier irgendwo erledigt? Da, ne? Das ist er. Den würde ich gerne plündern. Vielleicht hat er was Cooles dabei. Kugeln. Und Medizin. Perfekt. Haben wir wieder aufgefüllt. Okay, ich weiß nicht, was da gerade unten stand, aber... Wir wissen jetzt, wo sich die nächste Kriegsmaschine befindet und da gehen wir jetzt hin. Aber da möchte ich gerne hinreiten. So, komm mal mit jetzt hier, Ferdi. Ist gar nicht so weit weg wahrscheinlich, aber ich reite lieber hin, weil wir ein fauler Assassine sind. So, hier lang? Oh, Moment. Bevor es weitergeht, reiße ich das Ding hier ab. Wo ist mein Pferd? Warum verschwindet immer mein Pferd? Hier ist ein Schatz irgendwo. Wo ist der Schatz? Ist der über mir? Da ist er. 170. 173. Glas mit Blutegeln. Autsch. Verdammt. So, aber da ist unser Ziel schon. Okay, wir gehen direkt hin. Weil ich die Mission eben mag. Und genau deswegen machen wir das jetzt auch. Ich bin gespannt, was es diesmal ist. Was es für eine Kriegsmaschine ist. Marinekanone. Neapel. Marinekanone? okay. Tickende Zeitbombe. Die Morgia haben anhand von Leonardos Entwürfen eine tödliche maritime Kriegsmaschine erschaffen. Sie muss zerstört werden, bevor Cesare die absolute Kontrolle über die Meere erlangt. Eines der drei Tore öffnen. Eines der drei Tore öffnen? Okay. Klar. Mit Eduardo sprechen. Pff, wir sind jetzt schon im gefährlichen Gebiet, wie ich sehe. Alles ist rot um uns herum. Aber wer zum Henker ist Eduardo? Sag deinem Kameraden, dass nur Eduardo sich der Erfindung nähern darf, um letzte Hand anzulegen. Ja, Capitano. Er sieht sich den Mechanismus vom Boot aus an. Vom Boot aus? Okay, cool. Das heißt, er ist auf dem Boot. So, ist jetzt nur die Frage, wie komme ich jetzt hier rüber, ohne nass zu werden? Oder muss ich nass werden? Wahrscheinlich muss ich nass werden. Wer sieht mich? Oh, der. Okay, wenn wir eintauchen, sehen die uns ja nicht, ne? Ja. Hey,
Oh mein Gott. Fuck, Mann. Nein, nein, nein. Ich komme dir überhaupt nicht bekannt vor, Mann. Shit. Schnauze, Mann. Lass mich in Ruhe. Wie soll ich denn sonst an dir vorbeikommen? Ich möchte mit euch reden. Eine Minute habe ich nicht. Sorry. So, wo ist jetzt Eduardo? Ist das Eduardo? So, mein Freund, ich muss mit dir reden. So. Gebt mir die Pläne. Gebt mir die Pläne. Ihr müsst Cesare stoppen. Ich helfe euch. Ich bringe euch zu ihnen. Perfekt. Grazie. Das will ich dir auch raten, mein Freund. Eduardo zum Trockendock folgen. Warum nimmt er uns nicht einfach mit, Mann?